Und jetzt wird spannend sein, wie es weitergeht. Du hast gesagt, vielleicht Bewegung nach oben und dann bleibt es stehen. Vielleicht kommt auch eine richtige Hosse. Wir werden es sehen. Ich glaube einfach, wir kommen jetzt in eine Phase, wo es dann irgendwo einen Favoritenwechsel gibt. Würdest du das jetzt kaufen? Ramon, was steht an heute? Wir sprechen über Bitcoin, Gold und unsere Aktienfavoriten. Und darüber, wie immer am Anfang unseres Espressos, was die letzten drei Wochen seit dem letzten Espresso alles gut gelaufen ist. Ja, wir haben Best Performer war Kakao. Kakao. 30% zugelegt, ist nicht wegen der Ostern. Produktion, die hinkt da hinterher und der Preis hat sich seit Anfangsjahr verdoppelt. Für alle, die Schokolade kaufen wollen, ich würde sie bald kaufen. Ist interessant, gibt es dazu irgendeine Geschichte oder so? Ja, es ist wirklich so, dass scheinbar jetzt die Bohnen so teuer geworden sind, um einzupflanzen, dass teilweise die Bauern sich das gar nicht mehr leisten können. Und das gibt dann einfach noch weniger Produktion. Und lange haben die Schokoladenproduzenten gesagt, ja, das reicht dann schon. Und jetzt, glaube ich, kriegen sie ein bisschen kalte Füße plus Momentum-Investoren, die da reinkommen. Ja klar, also wenn es läuft, dann das kennen wir ja vom Bitcoin, den schauen wir uns aber dann später auch noch an, ist das Hauptthema. Ja, was ist sonst noch gelaufen? Ja, wir hatten Öl. Gut performt, Gold, Bitcoin und die Aktien, die waren okay, aber nichts Verrücktes. Lass uns doch vielleicht mal den S&P 500 anschauen, nicht den Dow Jones, S&P 500, der ist ja wirklich repräsentativ für die US-Börse. Der ist jetzt schon angestiegen, wir sehen das seit den letzten vier Wochen, 2,69%, aber ja, ich meine, wirklich, das Momentum scheint schon ein bisschen zu fehlen. Also da geht es ein paar Stunden und wir verlieren mal 2% und dann ist alles weg, was man über die letzten Wochen gewonnen hat. Auf der anderen Seite, bis jetzt steht er immer wieder auf. Ja, das ist genau das. Und dann ist das Erlebnis natürlich steigt und steigt, weil man die Momente, wo er zurückkommt, eben ausblendet, weil das nicht zur Wahrnehmung passt. Genau, man zählt dann nur zusammen, wie viel er gestiegen ist. Und 4 mal 2% gibt 8%, aber vorher ist dann wieder 3 gefallen. Zählt die schönen Stunden, nur kennen wir ja. Genau, genau. Ja gut, also vielleicht noch die 2,7%. Wir haben ja darüber gesprochen, wenn es mal richtig runtergeht, wie lange braucht die US-Börse, um diese 2,7% wieder zu egalisieren? Also ich denke, das kann innerhalb von Stunden passieren. Ja, klar, eine schlechte Meldung und schon passiert. Also eigentlich muss man sagen, es geschieht schon etwas, es steigt noch etwas, aber nicht wirklich wesentlich. Aber es fällt eben auch nicht. Ja. Genau. Ja, und dann ist noch der DAX. Ja, der hat ein bisschen besser abgeschnitten, schwächere Währung. Wir sehen, es ist in Euro der DAX und somit legt er ein bisschen mehr zu, hat vorher vielleicht auch weniger gemacht, aber an und für sich auch nicht ein großer Unterschied. Also apropos Währung, also gerade beim SMI sind die Währungseinflüsse ja enorm sichtbar. Wir haben das in einer neuen Studie gerade vor ein paar Tagen jetzt gezeigt. 2/3 der Kursbewegungen dort haben mit Währungen zu tun. Es geht ja dort nicht um Punkte, sondern eben um Schweizer Franken. Und vielleicht, also wenn du das möchtest, schau dir das an. Wir haben das unten im Beschreibungstext vom Video, haben wir einen Link drin. Da kannst du die Expertise direkt abrufen. Ja, und dann noch Bitcoin, oder? Im Vorfeld haben wir ein Video aufgezeichnet mit Julian Liniger von Relay mit der Bitte, uns den Bitcoin schmackhaft zu machen, wenn er kann. Aufgeschaltet jetzt hier Julian Liniger. Julian, überzeug uns doch von Bitcoin. Weshalb soll man da investieren? Sehr gerne, Roland. Ja, Bitcoin ist halt die beste Spartechnologie, die je von der Menschheit hervorgebracht wurde. Es ist wie digitales Gold. Es ist eben unabhängig von Zentralbanken, Banken und Regierungen. Es ist politisch neutral, es ist grenzüberschreitend und es ist eben digital. Also man kann es wirklich in einem Moment über die ganze Welt auch nicht nur selbst halten, sondern eben auch transferieren. Also es ist eigentlich das beste Geld, das je erfunden wurde.
Und diese Art an zensurresistentem Wertaufbewahrungsmittel, das eben ähnelt an Gold, also ist wie digitales Gold, das ist eben für viele Investoren jetzt sehr, sehr interessant, ins Portfolio einzumischen. Ja, dann habe ich gleich eine Frage, wenn du das digitale Gold erwähnst. Ich meine, denkst du dann wirklich, wenn eine Krise wäre, dass du für einen Bitcoin irgendwo ein Stück Brot kaufen könntest? Das ist zumindest die Idee, ja. Das ist die Idee, dass Bitcoin langfristig dann auch wirklich so ein Safe Haven Asset wird wie Gold, aber eben digital. Also, dass man mit dem Backup, mit den 12 Wörtern die ganze Welt bereisen kann und überall eigentlich ganz einfach vielleicht nicht direkt Brot kaufen kann, was man ja mit Gold eher auch schwierig machen kann, aber dass man überall auf der Welt das in lokale Währung dann austauschen kann und damit etwas kaufen. Also dass Bitcoin zumindest, wenn jetzt die Wirtschaft zusammenbricht, immer noch einen Wert hat, weil es eben außerhalb des Fiat-Systems existiert. Ist es nicht ein bisschen auch so, dass hinter Bitcoin eine ganze Menge Glaube steht? Also es ist wie so mit einer seltenen Briefmarke, wo es vielleicht irgendwie 16 Stück davon auf der Welt gibt. Da kann man sie auch hoch bezahlen und weil sie wertvoller wird, wird sie halt auch nachgefragt. Aber irgendwo vielleicht in 20, 30 Jahren gibt es eine Alternative oder ist was anderes dann für die Leute interessant. Ja, und dann kommt halt dann zum Tragen, dass eigentlich nicht viel dahinter steht. Das ist ein Stück Papier in dem Fall, aber letztlich eine Glaubensfrage. Will ich hier rein investieren oder nicht? Und mit Bitcoin ist es doch auch ein bisschen so. Bitcoin ist schon auch wie jede andere Form von Geld schlussendlich auch eine Glaubenssache. Ja? Das glaube ich schon. Glaubt man daran, dass Bitcoin dieses unhackbare, sehr sichere, dezentrale, globale, unabhängige Wertenetzwerk oder Werteprotokoll einen Wert hat oder nicht? Also wie bei Gold eben auch, glaubt man, dass in 30 Jahren Gold noch einen Wert hat? Klar, dann sagen viele, okay, das ist in der Schmuckindustrie und da in der Technologieindustrie wird das etwas benutzt, aber 90% der Marktkapitalisierung von Gold ist eigentlich auch, wie du sagst, eine Glaubensfrage, dass man dann morgen mehr dafür erhält als heute. Und das Gleiche gilt auch, würde ich argumentieren, für Fiat-Währungen. Eben man glaubt an die Zentralbank, dass die das gut managen, die Geldmenge und so weiter, und das, da ist irgendwie eine Wirtschaftsleistung eines Landes dahinter, aber das ist alles Glaube, dass das alles aufrechterhalten wird. Und bei vielen Fiat-Währungen sieht man da ja auch, zum Beispiel bei der deutschen Mark oder bei vielen anderen Währungen, die es heute nicht mehr gibt, dass die eben auch nicht ewig dann diese Glaubenssysteme auch nicht ewig funktionieren. Aber bei Bitcoin haben wir eben das Gefühl, weil es dezentral ist und weil es von einer Community getragen wird, die eben auch dran glaubt und weil es Eigenschaften hat, die für Geld eben und für Wertaufbewahrung sehr, sehr gut sind, die besten, die wir je als Menschheit hervorgebracht haben, dass dann eben auch langfristig der Wert dieser Währung oder dieses Assets erhalten bleibt. Also ich muss wirklich sagen, mich persönlich überzeugt das nicht. Ja, ich meine, ich finde einfach, die Volatilität ist unglaublich. Ich meine, das geht ja so schnell hoch, runter. Kann man dieses Teil wirklich als Zahlungsmittel einsetzen? Fragezeichen. Und ich meine, es ist schon ein bisschen halt wie Gold, aber es hat halt einfach nicht diese Stabilität. Also was mir vor allem auffällt, jetzt die Zuflüsse, die da den Bitcoin auch seit Ende Januar nach oben getrieben haben, sind ja hauptsächlich via ETF erfolgt. Und wer einen ETF kauft, der ist eben nicht in diesem Blockchain-Universum drin, sondern kauft eigentlich ein Wertpapier. Wie er das mit einem SMI-ETF auch machen würde, ist im Bankensystem drin, wo vor allem die Banken dann dran verdienen. Also es ist eigentlich ein Witz, was da geschieht. Ja, ich meine wirklich, wenn man da aus dem System raus will, muss man ein Wallet kaufen, haben, auf dem Chip, ja, oder irgendwo auf dem Computer. Ja. Und mich würde interessieren, was meint ihr dazu, zu diesem Bitcoin und Wallet und außerhalb des Systems? Ich meine, ja, was meint ihr überhaupt zum ganzen Geldsystem, das Fiat-System? Ja, ja, und gibt es überhaupt Leute, die das wirklich auf dem Chip selber mit dem Wallet verwalten? Würde mich eigentlich auch interessieren. Dann jetzt
Lass uns doch noch den Bitcoin selber anschauen. 14% hat er jetzt innerhalb von 4 Handelstagen verloren. Ja, hat vorher irgendwie 30 zugelegt, jetzt wieder 14 zurück. Ich meine, ich habe es angeschaut vorher, hat jetzt über die letzten paar Wochen am Schluss nicht viel anderes gemacht wie das Gold. Paar Prozente mehr und einfach mit einer unglaublichen Volatilität. Würdest du das jetzt kaufen? Nein, ich habe es schon manchmal erwähnt, für mich ist das wirklich schwierig, das zu kaufen. Ich bin alte Schule, wenn ich was aus dem System kaufen will, dann kaufe ich ein bisschen Gold. Also ich bin ja Technologiefreak. Ich finde solche Sachen überhaupt irgendwie toll oder so mit Technologie, Blockchain und so. Aber das ist mir einfach zu viel Spekulation. Und wenn dann der Taxifahrer und alle auch noch darum experimentieren und hier über den Bitcoin erzählen, Ramon, wir wissen beide, dann ist das Zeug einfach oben. Das ist so. Auch gut gelaufen, du hast es ja gesagt, ist das Gold. Ja, Gold scheint jetzt wirklich da auszubrechen. Ich meine, wir haben ja da diese lange Linie dreimal oben angeschlagen, jetzt oben raus, hat ein bisschen Momentum. Ich denke, könnte auch sein, dass es nochmal ein bisschen zurückkommt Richtung Support. Aber grundsätzlich ist das jetzt schon ein großer Ausbruch, wenn man schaut, 4 Jahre und jetzt geht es oben raus. Und darüber haben wir schon im September gesprochen, immer wieder das Thema Gold. Und also was mir da auch gefällt, ist wirklich eine langfristige Geschichte. Nicht irgendwie 2 Wochen hopp und dann wieder flop und so. Ja, und du hast ja in deiner Expertise aufgezeigt, dass da schon Potenzial drin ist und dass man da Preisziele von 2.500 nicht utopisch sind. Vor unserer Aufzeichnung habe ich auch mit unserem Ökonomen Diego Fasnacht gesprochen und ihn darum gebeten, uns zu sagen, wo die nächsten Wochen eventuell Probleme herkommen könnten. Die größte Gefahr für die Kapitalmärkte sehe ich im Beginn der Veränderung der Geldpolitik in Japan und der Rückabwicklung eines enorm profitablen Carry Trades. Viele Akteure haben in den letzten 2 Jahren sehr gut daran verdient, sich in japanischen Yen zu verschulden und dann in US-Dollar oder in Euro zu investieren. Einerseits konnte man von der Zinsdifferenz in etwa 3-5% profitieren und andererseits verloren die Schulden im Verhältnis zu den Assets an Wert, da der Yen infolge des Kapitalabzugs um bis zu 50% eingebrochen ist. Das hat den Carry Trade natürlich sehr rentierlich gemacht. Und das ist ein Spiel mit enorm viel Leverage. Und die Japaner haben natürlich einen Druck. Die Japaner importieren Energie. Und wenn die eigene Währung so abstürzt, heißt das nichts anderes, dass die Energie für die Japaner teurer wird. Es gibt also einen Druck für die Bank of Japan, dort das fortzusetzen. Und sollte sie das fortsetzen, dann dürfte es an den Kapitalmärkten ungemütlich werden, da aus Japan sehr viel Liquidität gekommen ist. Das könnte einen wahren Schmetterlingseffekt auslösen und aus meiner Sicht könnte das unberechenbare Folgen haben. Danke dir, Diego. Schon eine verrückte Geschichte eigentlich, was da läuft. Ne? Ja, das ist das Finanzsystem, das immer wieder Möglichkeiten bietet, aber auch Risiken. Ich meine, hier ging es super auf, weil der Yen noch schwächer, wenig Zinsen. Also du nimmst hier unten Kredite auf zu Minuszinsen und investierst dann am Nasdaq, an der US-Börse. Und in der Zwischenzeit fällt der Yen noch, wo du dich drin verschuldet hast und du hast Gewinne. Ja, das ist fast ein Freelunch, oder? Richtig. Also auch mit Anleihen ging das auf. Man musste nicht mal Nvidia kaufen, sondern einfach nur auch. Und wenn es nicht mehr aufgeht, dann... Ja, das kann dann auch mal in die andere Richtung gehen. Und denkst du, hätte das dann Einfluss auch auf die europäischen Märkte? Ich denke schon. Das hätte, wenn das wirklich dreht, im großen Stil, hat das einen Einfluss auf alles. Ja. Komm, jetzt lass uns noch über unsere Aktienfavoriten sprechen. Wir haben ja gesagt, jeder bringt 2 Stück mit. Ja, gerne. Zuerst noch Arista. Ich möchte den noch anschauen. Den hast du ja auf deiner Charttechnik im Februar so aufgezeigt, mit einem Ziel irgendwo Richtung 1,243. Ich war da wesentlich bullischer. Ich habe gesagt, der geht wieder hoch auf 1,70. Und nach den Zahlen hatten wir am Schluss beide recht. Schau mal diese Bewegung an. Ich meine, es ging runter. Zuerst hoch nach den Zahlen, ja. Strich nach oben, ja. Dann nach unten, wo du gesagt hast, und dann wieder hoch. Ja. Ich meine, das ist eine unglaubliche Geschichte dahinter. Irgendein Shortseller hat da angefangen, die Aktie zu shorten. Da war ein Interview vom CEO, der gesagt hat, ja, wir werden auch an der Konsolidierung im
Backwarenmarkt teilnehmen. Und der hat dann gesagt, ja, dann müssen die Kapitalerhöhung machen. Mhm. Und dann ging es so runter. Mhm. Die Firma hat dann alles dementiert und die Leute wurden dann, ich sage jetzt am Schluss, von den guten Zahlen überzeugt. Aber mit einer Technik, wenn man da unten die Limite drin hatte, war es schon ein toller Trade. Mhm. Aber da sieht man ja, dass die Shortseller nicht immer nur die Bösen sind, sondern manchmal auch die schönen Blöden quasi. Und es dann richtig kostet. Also das ist eine ziemlich ambivalente Sache. Ja, richtig. Und jetzt wird spannend sein, wie es weitergeht. Du hast gesagt, vielleicht Bewegung nach oben und dann bleibt es stehen. Vielleicht kommt auch eine richtige Hosse. Wir werden es sehen. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir das Bild anschauen, wird es nicht mehr allzu viel geschehen. Da wird der Kurs wieder etwas zurückkommen und dann jetzt ein paar Monate geht es dann wirklich hoch. Aber wir beobachten den einfach weiter. Jetzt Klar. Hast du ja noch deine Lieblingsaktie mitgebracht. Genau, mein Favorit. Die Leute, die uns häufiger zuschauen, kennen ihn. Ja, aber jetzt mal ehrlich gesagt. Ist immer Favorit. Noch ein langweiliger Titel, aber die haben nochmals Zahlen gebracht. Zahlen waren wieder gut. Ich hatte jetzt letztendlich die Möglichkeit, mit dem neuen CEO zu sprechen. Es brummt das Geschäft. Ich meine, die haben wieder neue Figuren gebracht. Ja, aber kannst du den Kindern anstelle da die Tonys-Sachen auch den Aktienkurs hinhalten, dann schlafen die auch ein. Ja, das könnte sein, aber wenn sie erwachen, ist die Aktie dann viel höher. Und ich verspreche euch, ich werde die Tonys nicht mehr ansprechen, bevor sie nicht bei 6 ist. Und dann besprechen sie wieder. Da bin ich gespannt, ob wir dieses Jahr noch mal was hören. Ich glaube schon. Gut, dann hast du noch Roche mitgebracht. Ja, Roche, das hatten wir auch schon mal besprochen. Aktie wirklich out of favor, wieder zurück auf Levels von 2017, 18. Mhm. Ich meine, ich glaube einfach, wir kommen jetzt in eine Phase, wo es dann irgendwo einen Favoritenwechsel gibt und die Aktien, die so schlecht gelegen waren, dass die dann eher wieder performen. Du hast in deiner Expertise auch schon aufgezeigt, Falling Wedge, ja, ich denke, Frage der Zeit, aber lieber das kaufen jetzt da unten, weder irgendwas Gehyptes ganz oben. Ja, also das haben wir dann vor der Aufnahme noch festgestellt. Wir haben beide eigentlich Rohstoff im Fokus drin. Für mich ist es eigentlich diese Struktur hier, die wesentlich ist und eigentlich immer so eine Trendwende ankündet, aber dann muss sie irgendwo dann einfach geschehen und im Augenblick dauert es einfach noch, aber wenn es dann losgeht. Ja. Richtig, und deshalb einfach in fallende Kurse wieder was kaufen und wenn es dann losgeht, dann eine Zeit lang dabei bleiben. Ich habe noch Apple mitgebracht. Jetzt so das Thema mit diesen glorreichen 7 Aktien, oder diese KI und weiß gut was Titel, die immer rumgeschleppt werden. Apple sehen wir hier drin, die hat seit Jahresende 15% verloren. Andere Aktien sind extrem viel teurer geworden. Und ich finde, wer das Thema jetzt für sich irgendwo hochhält, weiter hochhält und denkt, dass da wirklich Raum drin ist, wird es jetzt da zu einer Rotation kommen unter diesen glorreichen 7 und dann ist eigentlich Apple hier recht gut aufgestellt. Ja, das denke ich könnte gut sein, dass eben, wie ich gesagt habe, die ein bisschen zurückgeblieben sind, dann gekauft werden und die schon oben sind, die werden dann vielleicht verkauft. Mhm. Aber eben, Apple ist auch, wenn man sich überlegt, relativ volatil, also immer gut aufpassen. Mhm. Also mich würde auch interessieren, welche Favoriten ihr habt. Wir werden unseren einen oder anderen sicher dann rauspicken, wenn wir da Namen sehen, die interessant sind und das dann in unserem nächsten Espresso auch unsererseits noch kommentieren. Gut, das wäre es eigentlich mit dem Börsen-Espresso. Ramon, hast du noch was? Nein, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit und schöne Ostern.